Ja, was wir hier letztes Jahr erlebt haben, das sagen sogar Leute, die schon ganz lange im Geschäft sind, das hat's so noch nicht gegeben. Und ja, das ist für die ganze Branche wirklich bedrohlich. Und da überlegt man sich auch, ja, geht das noch weiter? Und macht das überhaupt noch Sinn? Ja, na klar macht das Sinn. Wir wollen ja weitermachen, hör mal. Wir können ja nicht jetzt hier irgendwie rumstehen und nichts mehr machen, sondern das geht jetzt los. Wir haben hier den Aussaatversuch gemacht, ist jetzt 10 Tage her. Und wir wollen jetzt mal schauen, was ist passiert in den letzten 10 Tagen. Also rein wettertechnisch kann ich euch schon mal erzählen, Regen hat es hier nicht gegeben. Das ist schon mal nicht so gut. Also direkt nach der Aussaat haben wir 1 Liter gehabt. Aber ja, 1 Liter auf einen Quadratmeter, das ist wirklich nicht viel. Und ich befürchte eigentlich, dass, ja, dass die Bedingungen wirklich nicht so gut sind, dass das Grassaat aufläuft. Aber ja, wir haben noch ein bisschen Hoffnung. Und wir haben vor allen Dingen auch Mantelsaatgut eingesetzt. Das ist vielen noch gar kein Begriff. Mantelsaatgut bedeutet normales Saatgut. Und da drum ist ja quasi so eine Mineralschicht, die bewirkt, dass die Anwachsraten besser sein sollen. Und auch gerade unter schlechten Bedingungen man mehr Chance auf einen Aufwuchs hat. Ziemlich neue Technologie. Und ganz, ganz spannend jetzt besonders unter diesen Verhältnissen. Deswegen, wir springen jetzt auf die Fläche und schauen uns das ganze Spektakel mal an. Oh, hier, da ist tatsächlich was gekommen. Das ist ja Wahnsinn. Ah, hier ist noch was spannend. So, junge Triebe sehen wir nahezu gar nicht. Ah, hier ist ein bisschen was. Das könnte einjähriges sein. Wir stehen hier auf Variante 1. Variante 1 bedeutet, wir haben hier 6 Kilo Avicola, 6 Kilo Soraya und 6 Kilo Mehlfrost ausgebracht. Insgesamt 18 Kilogramm. Bedeutet so roundabout 650 Pflanzen pro Quadratmeter ausgesät. Wir haben jetzt hier schon mal die Fläche grob abgelaufen. Wir sehen, ja, es ist nicht so ganz viel bisher schon aufgekommen. Es ist alles reine Deutsch-Weidelgras-Sorten. Die brauchen auch ein bisschen länger, bis sie sich entwickelt haben, gerade in der Frühentwicklung. Wir bewerten alle diese Parzellen in Minus, in Kreis oder in Plus. Und hier würde ich sogar einen Minus verteilen, weil wir wirklich sehr, sehr wenig Pflanzen nur erkennen können, die hier bisher schon auflaufen. Das kann sich die nächsten Tage nochmal verändern. Wir sind Tag 12 nach der Aussaat. Unter optimalen Bedingungen kann schon nach einer Woche echt einiges an Saatgut auch aufgelaufen sein. Das sehen wir hier jetzt noch nicht, sondern nur ganz vereinzelt Stellen. Deswegen, diese Fläche wird erstmal in Minus bonitiert. Hier stehen wir auf Variante 2. Dieselben Saatgutsorten wie auf Variante 1. Avicola, Soraya und Mehlfrost. Diesmal aber in Mantelsaat. Wieder 18 Kilogramm. Bedeutet hier aber, wir haben effektiv weniger Saatgut ausgebracht, weil die Ummantelung ja da ist und das ja auch zum Gewicht dazu zählt. Das bedeutet, wir haben hier so roundabout 350 Pflanzen ausgebracht. Und auch hier ist der Entwicklungsstand, dass es so gerade die ersten Pflanzen langsam durchbrechen. Also wir sind hier auch nicht erheblich weiter, vielleicht ein kleines Ticken weiter als auf der Variante 1. Wir sehen etwas mehr Pflanzen, aber ja, es sind zwar schwierige Bedingungen, aber ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht auch. Deswegen bekommt diese Fläche am heutigen Tag, Tag 12, einen Kreis. Hier zwei, das ist auch einjähriges. Hier sind wir auf Variante 3. Hier ist mir Sprinter eingesetzt worden. Diese Fläche bekommt von mir auch einen Kreis. Schauen wir uns aber die nächsten Parzellen auch nochmal an. Variante 4, hier steht Mel Jump mit drin als einjähriges und wieder die normalen Sorten. Ja, ich kann es einfach weglassen, das können wir einfach einblenden. Ne? Nee, das ist gut, wenn du es sagst. Ja, Variante Nummer 4, deutsches Weidelgras bleibt wie gehabt und als einjähriges haben wir hier Mel Jump, eine der besten Sorten. Hier sehen wir eigentlich auch ein ganz gutes Bild. Wir haben ja auch wieder nur mit Mantelsaat gearbeitet. Diese Parzelle sieht tatsächlich etwas stärker aus. Wir haben hier einige Pflanzen, die langsam auflaufen und auch einige höhere Mel Jump einjährige Weidelgräser stehen. Somit etwas erfreulicher. Hier gebe ich sogar mal einen Plus und würde sagen, das sieht ganz gut aus. Wir haben hier auch ein, zwei Flächen drin, da stand Wasser, da hatten wir Totalausfälle vom Saatgut. Also hier ist quasi ja, die Nachsaat eine Neuanlage. Da kann man ganz gut sehen, was kommt auf, weil das ja nicht abgelenkt wird von den anderen Gräsern, die dazwischen stehen. Und doch, das sah schon gar nicht so schlecht aus, aber ja, wir brauchen Regen. Jeder Zentimeter, der das jetzt wächst und vor allen Dingen nach unten durchwurzelt, ist ganz, ganz wichtig gerade. Somit das hier sieht schon ganz gut aus, das muss man sagen. Variante Nummer 5, das deutsche Weidegras bleibt wieder gleich. Auf dieser Variante ist allerdings alles in Nacktsaat ausgesät, also mit ganz normalem Saatgut, nicht ummantelt. Wir sehen hier eigentlich auch einen recht guten Auflauf. Die Pflanzenentwicklung ist leider einen kleinen Ticken zurück, aber es sieht wirklich nur ganz wenig zurück aus im Vergleich zur Mantelsaat. Also hier hat sich das eigentlich ganz gut etabliert. Als einjähriges Weidegras steht hier die Sorte Andrea.
Ich gebe dem hier einen Kreis und bin eigentlich tatsächlich recht zufrieden. Ich hätte gedacht, es wäre gar nicht so stark, aber es hat sich hier ganz gut mitentwickelt. Allerdings die Pflanzengröße minimal kleiner als auf den Mantelsaatbereichen. Einfach ein bisschen größer sind die, die rauskommen, ne? Als im Nacktsaatbereich. Letzte Parzelle, wir sind gerade auf Parzelle 6. Hier ist auch wieder Andrea als Einjähriges eingesetzt worden. Alle Sorten wieder in Mantelsaat und ja, zeichnet sich wieder das gleiche Bild ab. Wir sehen hier eine etwas weitere Entwicklung der Pflanzen im Frühstadium. Auch gerade das Einjährige, das macht schon echt auch richtig eine Größenentwicklung. Also es ist erstaunlich, wie schnell das wächst. Und es zeigt wieder, ja, wie wichtig jetzt diese Frühentwicklung auch ist. Wenn das jetzt vor allen Dingen trocken bleibt, dann haben einfach diese Gräser eine größere Chance, sich zu etablieren, als ja, Gräser, die nicht ummantelt waren und vielleicht noch nicht so weit entwickelt sind. Das kann der entscheidende Vorteil sein. Wenn das Wetter allerdings ideal ist, ist es das dann nicht zwingend. Aber ja, gerade in diesen schwierigen Frühjahren und so weiter ist das sicherlich etwas, worüber man nachdenken darf, ob Mantelsaat vielleicht da auch irgendwann mal flächendeckend eingesetzt wird. Vielleicht ist das ein Trend für die Zukunft. Ja, wir begleiten das jetzt einfach die nächsten Tage nochmal. Wir werden nochmal genau bonitieren, wie viele Pflanzen kriegen wir auf einen Quadratmeter gezählt, die aufkommen. Ich hatte eingangs schon erzählt, dass bei Mantelsaat weniger Pflanzen ausgebracht werden, aber man hofft, dass trotzdem sich mehr etablieren können durch den Mantel. Und das werden wir auch nochmal genau nachkontrollieren. Wir sehen ja auf jeden Fall schon mal eine klare Tendenz, dass Mantelsaat doch Etablierungsvorteile hat und in der Größenentwicklung ja einfach eine Nuance weiter ist. Ja, gerade am Wurzelwerk ist es oft dann auch da noch deutlicher und auch noch wichtiger. Das soll es erstmal von diesem Video gewesen sein. Das war viel theoretischer Input. Ja, gerade aber für uns Landwirte ein ganz, ganz wichtiges Thema. Hier auf den Grünlandflächen, da muss es gut funktionieren, dass wir so viel Milch wie möglich einfach aus dem Grundfutter, aus dem gesunden Futter rausmelken können und einfach eine gute Milchleistung damit erzielen und gleichzeitig halt wenig Kraftfuttermittel einsetzen müssen, die ja am Ende auch die Kosten treiben und die Kühe auch ja, eher in eine Situation bringen, dass sie schwieriger zu handeln sind. Deswegen, umso mehr Grundfutterleistung wir mit den Kühen erzielen, umso besser funktionieren unsere Kühe. Um Kühe muss auch mal wieder gehen. Das hier ist jetzt erstmal der Saatgutbereich. Ist jetzt auf jeden Fall Thema und auch durch die Versuchsflächen werden wir das noch mal ein bisschen intensiver mit begleiten. Ihr könnt das hier am Video immer direkt mit begleiten. Das habe ich mir im Studium immer gewünscht, dass ja, diese Feldbegehungen, dass man die vielleicht auch online lösen kann und einfach sich das am PC angucken kann. Ihr könnt das jetzt, deswegen jetzt mal eine gute Variante, den Kanal zu abonnieren. Man kann da sicherlich einiges noch draußen mitnehmen, was diese Saatgutsachen angeht, wenn man daran interessiert ist. Wenn nicht, wir haben auch noch andere Videos hier drin. Hier oben kommt noch mal eins über den Klauenstand. Und wenn ihr mal ein bisschen rumscrollt, da werdet ihr sicherlich auch noch einige andere Themen finden. Wäre schön, wenn ich euch beim nächsten Mal wieder begrüßen darf. Und ich sage schon mal bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss.